möchte euch eine Geschichte erzählen. Es war die Zeit, als ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Diese Schätzung war die allererste und geschah, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Ich weiß, ihr habt die Geschichte von Maria, Josef und dem Jesukind schon oft gehört. Aber wisst ihr auch, wie es dazu kam? Ich kann es euch sagen, denn ich war dabei. Ich war der Berater des Kaisers Augustus. Alles schon ganz harmlos bei einem Abendessen im kaiserlichen Palast an. Du hast ja recht, lass uns schnell nach Hause gehen und unsere Sachen für die Reise packen.
Schnell machten sich Maria und Josef auf dem beschwerlichen Weg durch die Wüste und die Nacht nach Bethlehem. Am Tage brannte die Sonne fürchterlich. Nachts wurde es bitter kalt. Josef, mach mich so schnell. Ich kann nicht mehr. Wie soll das nur werden? Ich bekomme bald das Kind. Lass uns eine Pause machen. Du kannst ja nichts dafür. Ich glaube fest daran, dass alles gut wird. Ein Engel hat zu mir gesagt, dass mein Kind etwas ganz Besonderes sein wird. Gott wird mit ihm sein. Mit ihm fängt etwas ganz Neues an. Dabei sind wir doch ganz andere Leute. Glaubst du, Gott hat uns ausgesucht, um den Menschen nah zu sein? Das kann schon sein. Jetzt müssen wir aber weiter. Dort hinter der Hügel muss Bethlehem sein. Siehst du die Lichter? Das muss Bethlehem sein. Endlich, und wo werden wir schlafen? Auf Himmel. Da finde ich schon eine Herberge. Schau, was ist mit der da vorne? Das Hotel sieht sehr vorne in unserem Raum. Lass es uns versuchen. Hallo, kann man so Frau rein zum Haus? Seht euch mal an, so ein Gesindel wie euch, das kann bestimmt nicht bei mir übernachten. Überhaupt, wegen der Volksdehnung ist das ganze Haus voll. Haut ab! Dort vorne muss es sein. Es ist, wie es die Prophezeiung vorausgesagt hat. Ja, eindeutig. Das ist der helle Stern da über dem Stall. Redet nicht so viel, sondern beeilt euch. Hier ist der Stern, der uns die Zukunft weist. All unsere Gaben sind nicht genug für den Retter der Welt. Doch wie dein Glanz ist auch mein Geschenk,
funkelndes Gold aus den Bergen Persiens. Du Kind wirst einmal allein auf deine Schultern fallen. So haben uns die Sterne gesagt. Deshalb schenke ich dir Wasser aus dem Morgenland. Durch dich soll die Welt menschlicher werden. Darum schenke ich dir. Die Nagelspurige Geburt des Heilands verbreitete sich wie ein Lauffeuer in Bethlehem. Jeder wollte sich von der frohen Botschaft selbst bewusst.